Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part von Retro Let's Play. Ja, in dieser Folge, das wird jetzt auch so zwei, drei Folgen gehen, spielen wir heute Star Wars Battlefront 2. Und ja, da werden wir jetzt anfangen, die Galaxis zu erobern mit dem Spielmodus Galaxis-Eroberung. Und jetzt geht's los. Ja, vor allem, das ist es, Star Wars Battlefront von 2005. Ich finde das einfach so geil. Glaubt mir, es ist einfach geil. Okay, das mit den Zielen muss ich halten. Ach, okay, so geht's. Zielen. Okay. Ich muss mich hier erstmal wieder reinfinden. Glaub mir, ich habe das wirklich schon, keine Ahnung, wie lange nicht mehr gezockt gehabt. Alter. So, weg ist er. Ach ja. Hier hast du keine normale Lebens. Also hier keine HP-Regeneration. So, alles aufsammeln. Ja. Und sind die Bagdad-Tanks leer? Auch hier die normale Munition. Bitte du am Bubser. So. Wir übernehmen Kommandoposten 4. Ja. Es ist schöner, wenn Kommandoposten zu uns ist. Also für uns ist. Aha, die Soundbox. Okay. Warum jetzt der Sound weg ist? Keine Ahnung. Hallo. Spiel? Ja. Okay. Warum jetzt der Sound weg ist, fragt mich was Einfacheres. Ja, das war hier bei Tatooine immer das Problem gewesen damals. Da ging einfach der Sound weg, ohne dass man was gemacht hat. Ich weiß nicht warum, aber der Sound ging einfach weg. Alter, wir verlieren Leute. Und weg. Ihr müsst euch jetzt den Sound leider vorstellen. So, piu, 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 piu. Scheiße, wie konnte ich denn hier schlagen? Okay. Und weg. Seht ihr mal, ich bin hier der beste Spieler. Ja. Es ist traurig, wenn der Sound einfach weggeht. Es ist traurig. Es liegt jetzt nicht an meiner Aufnahme, es liegt jetzt gerade wirklich am Spiel. Ich höre es gerade über mein Headset selber nicht mehr. Das Spiel. Und ja. Ich entschuldige mich für diese Panne. So, weg. So. Also Leute, für die Panne jetzt wegen dem Spiel tut es mir wirklich sehr, sehr leid. Gut, altes Spiel auf einer neueren Konsole, klar, können da Bugs auftreten. Ist völlig normal. Ja, auf jeden Fall, dieses Spiel ist 2005 erschienen. Ich habe das damals wirklich mit Freunden sehr gesuchtet. Also wir hatten wirklich, wenn es hochkam, wenn wir uns gesehen haben, kaum Tage gehabt, wo wir es mal nicht gespielt haben. Bäh. So, weg. Weg. Au. Wow, mein Freund.
Ich wollte sie jetzt gerade geraten haben, hä? So. Bester Spieler. So, und wir spielen hier Star Wars Battlefront auf der Schwierigkeit normal. Und ja, nee, wir hatten aber da wirklich viele, viele Momente gehabt. Okay, wie kann ich denn hier nochmal nachladen? Das weiß ich jetzt gerade hier gar nicht. Mich mit der Steuerung nicht mehr befasst gemacht. Ja, einfach rein und ja, wird schon schief gehen. Ja, so. Wir werden dann auch den Part auch bald beenden, wenn der perfekte Sound endlich mal wiederkommt. Oder wenn er wegbleibt, beenden wir den Part. Dann ist es halt nur ein ganz kurzer und knackiger Part. Aber ich will euch hier wirklich mit dieser Nostalgie richtig entspannen lassen und faszinieren lassen, wie geil dieses Spiel eigentlich in Wirklichkeit ist. Also das Spiel ist wirklich Hammer. Einfach nur der Hammer. Wie gesagt, das habe ich wirklich mit Leuten hochgradig gezockt gehabt. Da haben wir auch eigene Regeln dann gemacht. Wie zum Beispiel Helden und so. Wenn wir einen Lieblingshelden hatten und jemand wollte den Helden nehmen, haben wir gesagt, hier pass auf. Den Helden nimmst du nicht, weil das ist mein Favorite-Held. Oder das ist mein Lieblingsheld. Ja. Und da haben wir uns dann so geeinigt, haben gesagt, so ja, okay, dieser Held, bla bla bla. Ja, wir hatten es damals für die PlayStation gezockt gehabt. Ich hatte ja auch damals die erste Xbox gehabt, die Xbox Classic. Alles schön und gut, gell? Aber auf jeden Fall mit der Classic Xbox habe ich ja mit jemand anderen Star Wars Battlefront gezockt gehabt. Leute, ich kann euch eins sagen. Zu viert Splitscreen. Das war Bombe. Ey, das war wirklich Bombe. Da hast du dir dann auch gedacht, so, Alter, ist das geil. Ja, das sind dann solche Momente, wo ich mir sage, okay, warum ist das nicht mehr so? Hi und tschüss. Jo, haben wir ihn auch schon mal ein bisschen. Ah, hier B ist ducken alles, okay. Gut, ich zock's auf der Xbox One. Und ja, da fehlen mir halt die gewissen Tasten von der Classic Xbox. So, jetzt heißt es. Autsch. Gucken, wo der letzte ist oder die paar Sekunden noch ablaufen lassen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, K.O. Dip, 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 dim, dim, okay. Ja, okay, gut. Ja, das müsste ich halt mal wieder ein bisschen pushen. So, wir speichern das. Ja, bitte extrahieren alles. Ja, okay. Geonosis. Nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir machen Verstärkung rein. Und wir holen. Ach, wir machen hier noch ein paar Mal Verstärkung. Das reicht. Ja, Leute, dann werde ich hiermit den Part so langsam beenden. Wir haben ja das Spiel gespeichert, alles. Und ja, dann auf jeden Fall. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, ein kleines Abo zur Unterstützung. Und ja, auf jeden Fall. Und unten rechts könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Unten links seht ihr die Playlist von dem Retro-Projekt. Und oben links seht ihr den letzten Cultures-Part. Dann auf jeden Fall. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Kasiman.